Mahlzeit. Mahlzeit. Heute wieder mit, wer versteckt sich gleich, mit Paulemann. Und wir sind nicht mal an einer anderen Stelle. Wir wurden eigentlich um Hilfe gebeten bei einer Magnetbefreiungsaktion, aber derjenige ist gar nicht da. Also von daher wird es keine Magnetbefreiungsaktion, sondern bloß eine Magnetfischenaktion. Unten haben wir schon gesehen, hier liegt noch Schrott von irgendjemandem. Also waren sie hier schon aktiv und haben aber nicht mitgenommen. Beziehungsweise, ja, man weiß es nicht. Ja, würde ich sagen, sportfrei. Die Schuhe sind natürlich noch nass von gestern. Das ist eklig, da habe ich jetzt mal ein paar andere hier. Mit Magnetar de Bies. Das ist eine alte Granate. Pauli hat richtig fest, ja. Pauli hat fest, er hofft. Und erster Wurf. Hoffentlich spießen wir nicht ein hier. Komplett neue Stelle, hier waren wir noch nie. Ich bin gespannt. Also wie gesagt, unterwegs waren sie ja schon. Ist eigentlich eine gute Stelle zum Entsorgen von sämtlichen Scheiß, weil ihr fährst mit dem Auto bis ran. Und wenn du keinen Bock mehr aufs Auto hast, schiebst du es auch noch herein. Bis jetzt ist es nackig. Gar nichts. Hier hat was angeschnüffelt. Ist auch zu groß. Hier ist irgendwas. Kommt's hoch? Nee. Kommt nicht mit. Nur Plunder. Jetzt hing irgendwas Größeres dran hier. Aber das scheint wieder abgegangen zu sein. Nee, es hängt noch. Alter! Oh Gott! Was ist das wieder? Da sind wir wieder beim SpongeBob. Ja, das war auch bestimmt vom Scheißhaus. Was ist das für ein Teil hier? Eine Art Puffer. Das ist wieder hier ein Gussrohr. Junge. Hier hängt auch wieder was Schweres. Das ist jetzt der dritte Wurf. Ich glaube, wir haben es gelöst. Das kommt mit. Und das eine haben wir gerade mal angeguckt. Das sieht aus wie irgend so ein Teil von irgendeinem Getriebe. Also auch wenn die schon hier waren, na, bei der Stelle bei uns sieht man es ja noch. Wenn wir mal an der Anlegestelle sind, dort kommt ja jedes Mal was und dann kommt es auch noch drauf an, mit was für einem Magnet warst du unterwegs. Ach du Scheiße, was ist denn das? Dann kommt es noch drauf an, mit was für einem Magnet warst du unterwegs. Ja, das ist was im Ganzen, Paul. Das ist Schrottgeld. Heb's mal an, da weißt du, wie viel es wiegt. Heb's mal an. Ja, du musst nicht die Nasen anziehen, du kannst doch die anderen anziehen. Ich habe ja noch die Dreckchen vom Sandeln. Ja? Oh, manchmal ist es eine richtige Pipi. Gucken, ob wir live jetzt irgendwas dran haben. Ist schwer, oder? Wie viel das wiegt? Keine Ahnung. 10 Kilo bestimmt. Das waren dann schleimig die Hände. Und wir können ja dann noch mal ein Stückchen vorlaufen. Da habe ich alles gemacht, hier war doch was dran. Was ist das? Was ist denn das? Schraubenzieher. Ist das ein Schraubendreher? Wer weiß, wo der schon drin war. Keine Ahnung, wo der schon drin war. Hoffentlich nie in menschlichem Gewebe. Jetzt macht Paul mal. Jetzt macht Paul mal. Jetzt versucht es der Paul. Nicht, dass der Paul mal noch reinfliegt hier. Ich habe einen Haken mit. Oder? Das sind Steine.
Weißt du, was ich mir auch vorstellen kann, dass wenn die mit den schwächeren Magneten hier unten waren, dass direkt an der Wand hier unten noch was liegt, was sie nie hochgekriegt haben. Oh, was ist denn das hier für eine Scheiße? Oh, dahinter. Nee. Unten wieder lösen. Oh. Aber hier, das ist das Gift-Tor. Scheiße, jetzt brauchen wir mal einen Eimer. Also gehen wir wieder hoch. Wir wollen mal einen Eimer, ja. Oh, jetzt hatte ich Angst um Magneten. Fährst du her wegen einer Rettungsaktion, anderer Magnet und büßt einen eigenen ein. Das wär's gewesen. Da hängt jetzt was, hängt jetzt nicht. Hat sich komisch angefühlt. Ja, irgendwas hängt da hier, hä? Oder täusch ich das? Was ist denn das alles hier? Ist alles dran. Ein altes Stück Fahrrad. Hier ist jeder Wurf, ist ja was, ein alter Lautsprecher. Schraube. Hier ist der Lautsprecher, der Magnet vom Magneten. Oh, Scheiße. Der Magnet vom Lautsprecher. Gott, so viel mit dem Hin, wieder einen Schritt. Alter Schwede. Wieder irgend so was Schweres dran. Was ist denn das alles? Guck mal, Paul. Kriegst du das zu fassen von dort unten? Ah ne, es kommt mit. Es kommt mit, Paul. Was ist denn das? Leg's mal hier längst hin. Ein Zahnstocher. Aber ein großer. Scheiße, und keine Säge mit. Das stand schon hier. Scheiße, keine Säge mit. Die müssen wir nochmal herfahren. Ich krieg schon ins Auto rein hier, den Kack. Kleinzeug, kein Problem. Eieiei. Schauen wir jetzt hier. Grundbeil mit Vorderkorb. Ja. Jeder Wurf, Treffer. Hast du kaputt gemacht, dein Haus jetzt einen Eimer. Haus einen Eimer mit rein. Also hier macht es richtig Spaß. Wenn du an den anderen Stellen bei mir immer waren, hat es immer Spaß gemacht am Anfang. Wenn du immer so viel hattest. Wollen wir da noch mal ein Stückchen vorlaufen oder dort vor? Ja, hä? Ne? Ja, hier ist entweder irgendwas Schweres oder Stein. Ne, es kommt mit, oder? Oh. Jetzt habe ich es rumgedreht. Jetzt ist es wieder abgegangen. Also dort ist irgendwas Schweres. Das habe ich gerade gemerkt. So, werden wir schon die Farbe abreißen. Gesundheit. Probieren wir nochmal. No? Hab mal an. Ha, ah, haben die getroffen. Nicht getroffen. Bist ruhig da oben. Alter Mega Beatmatz. Zum Glück haben wir zwei immer mit. Dort müssten wir es haben. Schnell genug ziehen und macht da wieder einen Rand hier. Dort war das. Ja. Jetzt ist es wieder dran. Nee. Mal von unten. Das lässt sich nicht bewegen. Das dreht sich bloß. Ja, man könnte es mal von unten probieren. Das ist irgendwas Spannendes, aber nicht das. Jetzt ist das andere wieder dran. Das kommt aber mit. Alter! Wieder ein Fahrrad. Das gibt's doch gar nicht.
Ein Fahrrad! Pauli, hast du doch ein neues Fahrrad? Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Die Löcher machen wir zu mit Panzertape. Das Auto wird voll. Das ist der Rest, ne? Super. Und mal ein bisschen drehen und wenden hier, damit das Wasser rausläuft, damit wir uns nicht ganz in die Kiste versauen. Kommt's mit? Kriegst du es raus? Soll ich mal mein Handy herlegen? Oh, nee, ist ab. Na, dann probier's dann ein paar Mal. Das ist das Schwere hier unten, ne? Was hat eine Kamera? Paul filmt live für TikTok. Was denn jetzt? Nie fallen. Au! Was ist das hier? Hier! Wir haben eine Bastelschere, die geht sogar noch! Eine Zange, wer will die haben? ja. Und es kriegt die Scheiße nie ab hier! Was ist das? Irgendwie Transformator oder was? Wieder Batterie hier? Und Bierdeckel, Bierdeckel, Bierdeckel. Bierdeckel, Bierdeckel, Bierdeckel. Machen wir mal einen in die Richtung, hä? Ach so. Jetzt sehe ich aus wie Pippi Langstrumpf bestimmt im Gesicht. So, jetzt hat man vorhin live noch TikTok gemacht. So zum Spaß. Da hatte Paul dieses fette Teil dran. Das ist purer Stahl. Also das Ding ist hundeschwer. Wirklich, also hundeschwer. 30 Kilo hat das auf jeden Fall, das Teil. Ja, wir machen mal kurz eine Pause. Ja, das sieht aus, herrlich. Mama wird sich freuen. Und dann geht's klar weiter. So, wir sind nochmal 20 Meter weitergezogen hier zu der nächsten Treppe. Hier probieren wir nochmal eine Viertelstunde. Und dann brechen wir ab. War bis jetzt sehr schön. Willst du gleich machen oder soll ich? Nee. Oh nee. Pauli ist kaputt, er möchte nach Hause. So, bin ich mal gespannt. Nicht, dass wir jetzt hier. Hast du das den kleinen Amobius mitgenommen? Da reicht dazu. So. Nicht, dass wir hier beim letzten. Bei der letzten Stelle noch einbüßen, das müssen wir nie haben. Oh Gott. Meine Güte, da kriegst du mal einen Herzkasper hier. Ich sag, da kriegst du mal einen Herzkasper, wenn das hier über die Kante drüber macht. Einmal habe ich gesehen, wie das Seil dann ins Wasser marschierte und wir Pech gehabt haben. Das mussten wir nochmal haben. Hey, wo wir das mit dem Haken rausgeholt haben? Wo wir das dann mit dem Haken rausgeholt haben, ne? Also hier ist Stein und Sonne. Es wird warm. Aber hier ist so ganz schön Strömung. Hier hängt was. Hier haben wir was dran. Erster Wurf. Und hier hängt was. Was ist das? Was ist denn das schon wieder? Und das ist ein langes Ding. Oh nee. Flup, flup. Das fällt ja ab wie Bomben hier. Mal gucken, ob wir das knicken können. Aber ich kann auch, ich kann mir gut vorstellen, hier war mal ein Geländer dran. Dass sie das einfach weggeschnitten haben und hier reingeschmissen haben. Blup. So, zweiter Wurf. Ja, du hast ja diese Anlegestellen und da gehen Ketten davon weg. Da habe ich schon mal Angst, dass man mal in so einer Kette hängen bleibt. Das hängt schon wieder dran hier. Guck dir mal den riesen Haken an hier. Kommt schwarze Brühe.
Oh. Na klar, kommt da. Oh Gott, so, so mal, jetzt hätte ich mir bald noch die Gräten gebrochen hier. Ein riesen Haken. Ich krieg ihn nicht ab. Ich kriege ihn nicht ab. Oh ja, man kann das nicht brechen. Na, weil das dünne ist, das Zeug. Oh, pass mit deiner Jacke auf. Du siehst so schön aus wie ein Schwein. Hier hängt wieder irgendwas sehr Schweres dran. So ich gemerkt, wie er festgezuppelt hat, der Magnet. Oh, das bewegt sich. Jetzt bewegt sich's. Alter, was ist denn das? Irgendwas elendes Schweres. Die ist wieder abgegangen. Oh. Ah, hier bin ich mal gespannt, was das ist. Ich schau nochmal rein. Ach, jetzt hängt da irgendwas fest. Also das ist was Schweres. Das lässt sich immer bloß ein kleines Stück bewegen. Oh. Servus. Nee, das hier ist was ganz Schweres, das lässt sich immer bloß ein kleines Stück bewegen. Fest, ja, weiß ich nicht, ob das was anderes ist. Kommt ja was mit hoch? Kommt was mit hoch? Das ist wieder so eine Stange. Oder? Nee, das ist wieder Vollstahl hier. Ja. Das ist voll, oder? Ja. Klar, das ist Vollstahl. Bist du wieder bei ein paar Kilo? Wo ist denn der Eimer jetzt? Ist wieder eine Riesenmutter. Das ist wirklich. Also diesmal haben wir Gewicht, Gewicht, Gewicht. Das Große liegt trotzdem noch hier. Die hier stolperst und hineinfliegst. Herzlichen Glückwunsch. Schätz mal einen Meter hier unten an der Kante. Oh, unangenehm. Ja, auf jeden Fall Sackhöhe überschritten. Das war hier vorne. Der hat es wieder festgeschnüffelt. Den du parallel zum Ufer ziehst. Warte mal, das noch rutscht drauf lang. Warte mal bitte. Gerade. Aber wir haben das Seil hier vorne festgemacht. Kannst du das mal über den Beutel drüber machen? Genau, jetzt haben wir ein bisschen mehr Spielraum. Nee, geht nicht. Krieg ich nie. So, nee, das hängt ja irgendwie noch Spalte oder was? Junge, Junge. Kriegen wir nicht mal los hier. Kann man nur hoffen, dass wir den seitlich irgendwie wegziehen können. Ansonsten muss ich das Auto holen. Kann man noch bitte halt machen, ich fester Seil. Dass wir dann aus dem anderen Winkel abziehen. Keine Chance, die alte Sacksau, die hängt sowas von fest. Oh. Hä? Was denn? Na klar, probieren wir es dann mit dem Auto, wenn es so nicht geht. Na genau, der Magnet. Ja, das ist Tauziehen mit SpongeBob. Der hat aber heute gefrühstückt. Es gab Müsli. Hä? Müsli mit der Milch. So eine Scheiße, ey. Das vermeintlich letzte Wurf und mir büßen den einer ein. Halt mal das Seil, scheiß Auto. Jetzt muss ich das Auto holen. Anders kriegen wir den nicht los. Ich bin gespannt. Steht in Startlöchern. Auto steht in den Startlöchern. Nee. Sei. Warte mal, ich. Das ist ab, Lena. Nötenatspieler ist.
Na, zieh mal schneller. Nee. Keine Chance. Nee, nee, mit dem Auto seitlich. Bin ich hier sicher? Ich glaube ja. Müsste ja. Oh ne, jetzt hat er sich wieder irgendwo festgesaugt. Nee, oder? Nee, los, schnell raus, das Ding. Schnell, komm. Da ist er. Magnetibus ist da. Rettung geglückt. Ich hab dein Gesicht. Du kommst hierher, weil du einen anderen retten willst und büßt fast einen eigenen ein. So, wir sehen uns zur nächsten Magnetfischenrunde. Für was, mein alter Bundeswehrponch, dass alles gut ist? Legst an die Seite gleich. So? Ja. Ich krieg's gar nicht mit meinem Ohren. So, jetzt packen wir den Mist ein und dann hoffen wir, dass wir euch zur nächsten Runde sehen. So, Stelle beräumt. Auto voll. Ich bin mal gespannt, was das bringt.